Hi Leute, ich habe euch mal wieder was besorgt. Das ist diesmal ein Wheelock, nennt sich das. Das ist ein Radschloss. Das gute Stück wird zur extra Sicherung an dem Fahrzeug mit angebracht. Kann man einmal öffnen. Jetzt passt ihr das an den Reifen an. Das heißt, hier habt ihr das Radprofil in die Felge, könnt ihr das einhaken. Und dann je nach Abstand dann zusammen machen. Es muss schon relativ dicht anliegen. So, dann habt ihr hier die Möglichkeit, den Schlüssel dann einfach reinzudrücken und es zu verriegeln. Bei schlechten Witterungsverhältnissen würde ich euch immer empfehlen, dass ihr die Gummimuffe drauf macht, um das Schloss vor Feuchtigkeit zu schützen. Und jetzt kommt natürlich die klassische Frage: Braucht man sowas? Also, ich habe jetzt hier ein chinesisches Fabrikat in der Hand von der Firma Travelapi. Frage: Braucht man sowas? Bringt sowas was? Also, ich sage mal so: jedes Schloss, was an irgendwas von euch dran ist, ob es jetzt mehrere Schlösser am Fahrrad oder mehrere Schlösser am Auto oder mehrere Schlösser an der Tür, jedes Schloss kann euch Zeit verschaffen. Ein Dieb versucht immer schnell Kohle zu machen. Das heißt, im Endeffekt, ein Dieb will am besten einsteigen mit Zündschlüssel und losfahren. Ja? Und jetzt stelle ich mir einfach mal die Situation vor. Ich habe das Ding abends gesichert. Ich stehe jetzt an der Straße, Hauptstraße oder irgendwas. Stell das Ding mal ab, klemme mir das ans Rad ran. Jetzt muss ich mich als Dieb natürlich darauf einlassen und sage: Okay, jetzt sehe ich ein Auto, das hat vielleicht dieses Schloss, am Lenkrad nochmal ein extra Schloss. Und ja, jetzt sage ich mir: Boah, das Auto ist es mir wert. Jetzt versuche ich erstmal herauszufinden, was für ein Schließzylinder ist das. Ich lege mich unter das Auto, meistens dunkel, muss also Licht anmachen. Sieht schon komisch aus, wenn zwei Beine unterm Auto raushängen und Licht ist an. Das heißt, ich kann schon mal nicht sehen, wer sieht mich, wer läuft mir über den Weg, steht gerade die Polizei neben mir, wenn ich da drunter liege. Nicht möglich. Brauche ich also noch eine zweite Person, die vielleicht noch Schmiere steht oder vielleicht die anderen Schlösser schon ranmacht. So, also mehrere Personen an einem Auto fällt auf, Licht unterm Auto fällt auf. Na? So, jetzt muss ich rausfinden, was für ein Schließzylinder, welche Richtung, welches Werkzeug brauche ich. Und das, ich bin immer noch am Reifen. So, dann habe ich ja nur noch ja, die Eingangstür, wo ich entweder über Spalt oder Schließzylinder öffnen kann. Dann habe ich innen drin vielleicht nochmal am Lenkrad ein extra Schloss angesetzt. Das muss ich nochmal öffnen. Und wenn das noch nicht reicht, muss ich das Zündschloss nochmal öffnen, praktisch gesagt, damit ich die Lenkradsperre noch mit rauskriege und den Wagen starten kann. Jetzt muss man sich immer die Frage stellen: Lohnt sich das für den Aufwand wirklich, so viel Zeit zu investieren, das Risiko erwischt zu werden? Viele sagen immer bei meinem Hobby, ich zeige den Leuten, wie das geht mit dem Einbrechen. Also ich sage euch ganz im Ernst: Eine Tür öffnen, da brauche ich im Endeffekt keine teuren Werkzeuge dafür. Da kann ich eine ganz normale Plastikflasche oder ein Stückchen Draht nehmen. Und wenn ich irgendwas aufbrechen will, einen Schraubendreher, eine Leiter oder irgendwelcher Scheiß, liegt in jeder kleinen Hütte rum. Das heißt, ihr habt eigentlich das Einbruchswerkzeug für den Profidieb schon direkt vor Ort. Ihr wisst es nur noch nicht. So, und das heißt im Endeffekt, ein Einbrecher wird jede Möglichkeit nutzen, genauso wie jeder Fahrzeugdieb. Dem ist lieber, wenn ihr mal kurz aus dem Auto aussteigt, um die Post in den Kasten zu schmeißen, mit dem Schlüssel drin, dass er losfährt und nicht, dass er sich eine Stunde an dem Auto zu schaffen macht. Also, wenn ihr nicht unbedingt einen Ferrari sichern wollt, dann muss man sich immer die Frage stellen: Lohnt sich das, Zeit zu investieren für so ein Ding oder nicht? Ja, wenn ich jetzt natürlich diese Klaubanden habe, dann habt ihr keine Chance. Da steht am Schluss nur noch der Rahmen da. Aber wir reden jetzt von Otto Normalverbrauchern, die ankommen und sagen: Oh, das Auto ist gut gesichert, muss ich jetzt nicht unbedingt klauen. Ja. Ihr dürft ja auch nicht vergessen, die Polizei kriegt ja auch manchmal was mit. Oder wenn nicht, dann irgendwelche Bürger, die sich da einmischen, die vielleicht selber ihr Auto gerne haben.